Hallihallo, der Marc vom Pilsen Stubin ist hier und bei mir ist die Nicole und die Leonie. Hallo, sag mal, Leonie. Hi. So, ja, willkommen. Wir machen ein Scoop-Piercing. Ich habe deswegen Doppelschutz, FFP3-Maske und Spezialbrille und damit kann man das wieder machen. In der Zeit, dass die Leonie und du immer zusammen seid, braucht sie natürlich jetzt auch keinen Mundschutz. Das heißt, irgendeiner meint, warum sie keinen Mundschutz aufhört. Das ist bei vierjährigen Kindern nicht nötig. Gut, meine Liebe, wir haben uns gut schon mal gemacht. Mhm. Das ist beim Wasser rausgefallen, rausgewachsen? Genau, mitten beim Essen. Okay, ich komplett, bis am Start, alles genau. Anders. Das finde ich nicht so toll. Du wolltest ja gleich wieder eine oder. Ich hab's nicht geklappt. Gut. Nein, das ist ja blöd. Und jetzt spielen wir es neu. Ja. Gut. Dann setz dich mal so zu mir rüber. Gut. Wie lange ist das Ganze her? Neu haben wir es im Juli gestochen. Ja. Und vor einem Monat ist es Master. Okay, schade. Schade. Jetzt zeige ich das mal an wieder, wie gehabt, wie gewohnt. Und dann das. Mhm. Jetzt auch mal ein bisschen gehen, wenn du groß bist. Oder bist du keine Piercing? Nö? Nee? Wenn ich groß bin, will ich keine Pflicht. Nö? Nee? Oh. Ohrringe haben wir schon. Ohrringe haben wir. Was hast du dir machen lassen? Und du kannst dein Master, oder? Nein, mit 2. Mit 2? Ich habe gesagt, dass ich will. Ah, ich hier. Super. Aber Kimmel hat sich verloren. Oh. Die ist Schwester, die hat Kimmel da. Okay, deine Schwester? Ja, sie heißt Kimmel. Okay. So. Na gut, ihr zwei. Ich bin sicher, wenn die Leonie groß wird, wenn sie auch nicht sagen. So eine Frau ausstecken, wäre schön, meine Kundschaft hier ausstirbt. Ganze Familie piercen, die Mama, die Tochter, die Kinder, alle piercen. So, was ist immer mit den Außen? Ja, das ist diese Erdbeerzunge, gell? Von der Struktur her. Das hat mit dem Rausfall nichts zu tun, das ist eher nur von der Grobheit her, von der Zunge. Komisch, das ausdrücken, aber es gibt immer mal das Pech, dass das sowas passiert. Wir zeigen es doch an mir, was ich noch nicht. Du siehst dann in dem Video, das kannst du dir anschauen, siehst du mehr als jetzt hier. Weil du ein bisschen zu klein bist, um da hoch zu gucken. Ja. Gell? So, ich zeig dir mal, wie das Ganze aussieht. Nimmst du mal die Hand? Ich glaube sowas. Das Lustige ist, das Schöne ist, man sieht es gar nicht mehr, man weiß gar nicht mehr, wo es war, aber es ist quasi wie unsichtbar. Passt das für dich? Ja. Passt? Gut, dann lassen wir das so. So, dann würde ich sagen, Zunge ruhig an der Hand tun, schlucken, noch entspannen, dann stecken wir das Ganze nochmal. Gut. Du bist auch zuschauen, ne? Aber du siehst nicht ganz so viel hier, weil da, wie gesagt, kann ich nicht größer machen. Mhm. Aber du siehst, bleib einfach da stehen, dann bist du am besten, wenn du hier stehst. Weil von da siehst du, glaube ich, nicht mehr. Dort von hier siehst du sogar mehr, okay? Gut. So, dann werden wir einen Tick näher holen. Gut. Dann stehen wir das mal und dann machen wir Schmuck rein, okay? Ja. Alles klar. Das ist ganz brav, das ist immer so brav, ne? Nein. Oder? Es geht. Von den drei ist sie die bravste. Wie alt sind die noch, die drei? Sie ist 5, die mittlere 3 und die jüngste 1 Jahr. Ist aber auch viel Action dann bei dir, oder? Sagen wir so, es wird nicht fad. Verrückt ist, das wäre ein wilder Kunterbund bei euch, kann man sich das nicht mal sagen. So.
Und was ist mit Kindergarten bei denen jetzt? Das ist ja alles nicht so lustig momentan, oder? Ja, sie haben Notbetrieb. Sind die da oder hast du? Ja, sie sind schon, aber ich bin jetzt zu Hause und ich habe sogar Nase da. Ja klar, auch daheim, ne? Das ist besser. Ja. Ne? Bevor das was passiert. Du, das lohnt sich nicht. Also das. Nein. Ich denke auch, wenn man die Kinder daheim lassen darf, kann, weil es geht, wenn man eh daheim ist als Beispiel, dann sollte man es daheim lassen. Das ist so riskant momentan. Es gibt Leute, die können nicht, weil sie einfach, keine Ahnung, Ärzte, Anwälte, Piloten, die haben einfach Berufe, da geht's nicht. Wenn man den Luxus hat, momentan sein Kind zu Hause zu betreuen, dann ist es blöd, wenn man es nicht machen würde, wenn ich keine Ahnung. Aha. Jetzt ist Schluss mit Kindern, oder? Ja. Jetzt reicht's. Wahrscheinlich hat es einen kleinen Bus. Geht noch mit 5, gell? Wenn es lang ist, dann wird es schön. Wenn 6 Personen ist, dann immer lustig. Da brauchst du wirklich schon ein kleines Leute. Multivan oder ein Charade oder irgendwas Großes halt. Da gibt es ein PKW immer. Super, einmal in den Spiegel schauen, einmal in die Kamera schauen. Ist cool? So. Da ist es. Gefällt es dir? Ja. Gefällt dir auch, was der Leonie hier gezeigt hat? Und was sagst du, Leonie, ist gut oder nicht? Ja. Ja? Gut. So. Dann erkläre ich mal noch die Pflege kurz euch zwei. Dann hauptsächlich dir. Also, erster Schritt ist natürlich, dass du deine Hände wäschst und desinfizierst, nie mit schmutzigen Fingern hinreißt. Das weißt du nicht. Ja. Dann kannst du zum Hände desinfizieren zum Beispiel Marks Golden Hands nehmen. Das kennst du vielleicht eh. Ich halte es mir in die Kamera. Oder natürlich ein anderes Desinfektionsmittel. Beim Zungenpiercing bitte Zähne gründlich putzen und nach dem Zähneputzen eine Minute lang den Mund ausspülen. Ausspülen tun wir es mit der vorne in den Mundspülung. Da ist ein Messbecher dabei, 10 ml reichen aus, spül das eine Minute lang aus und durch und spuck es aus, fertig, wie gehabt. Danach bist du fertig. Tagsüber nach allem, was du rauchst, trinkst, küsst und isst, weißt du je, vorne den Mundspül nehmen, davon bitte 2-3 Sprühe auf die Zunge drauf und einfach schlucken, das ja, macht einen guten Atem, einen guten Geschmack. Und das kannst du am Tag 10, 15 Mal sprühen. Okay. Also morgens und abends, tagsüber. Ja? Mundspülung, Mundspray. Bitte Mundspray nehmen, nicht den normalen Fondelinspray. Das ist ein eigener. Das heißt, rauchen, 3 Tage nicht. Ich rauche eine. Perfekt. Sonst Sport, Haare waschen, duschen, da ist ganz normal. Thermen besuchen, schwimmen gehen, würde ich jetzt klar auch nicht machen. Das macht man, wenn man den Himmel macht. Wie gesagt, sonst, wenn du Mund zulässt, könntest du jeder, wenn du jetzt einen Ballerscheid geben würdest, wenn er sich fertig mit dem sein. Gut. Ansonsten gibt es nichts zu beachten. Du weißt, die Frischmilchprodukte weglassen, die nicht pasteurisiert sind. Aber der normale Joghurt, der normale Käse, der normale Pudding kannst du alles essen. Fragen bekommen? Nein. Dann gebe ich dir nochmal alles mit. So, und dann sind wir ja auch schon fertig. Dann, das ist für dich nochmal. Danke. Deins. Gut, du kriegst noch einen Lutscher, weil du so brav warst. Wenn du magst, ne? Gut. Okay, also das war Leonie, Nicole und ich für ein Scoop-Piercing. In diesem Sinne, tschüss, danke euch, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.